Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shalia Stevens und ich bin der virtuelle Coach von shaliastevens.com. Heute in diesem Video kommst du in den Genuss einer Kundenstimme und zwar mit Hikyong Blanz. Hallo und herzlich willkommen, Hikyong. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Hikyong. Und soll ich mich einfach mal vorstellen? Ja, also du warst so proaktiv. Bitteschön. Ja. Ja, also mein Name ist Hikyong. Ich bin aus Berlin, lebe aber seit 10 Jahren im Allgäu. Und ich arbeite als Coach und Trainerin für Mindset-Arbeiten und auch Bewegungscoach. Ich bin auch Tänzerin. Deswegen arbeite ich mit Bewegung und auch manchmal mit Tanz. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals dich näher gefragt habe, wie diese Tanzkarriere angefangen hat. Und es kommt mir gerade in den Sinn, das jetzt zu tun. Wie hat es mit dem Tanzen angefangen? Was war der Weg auf die Bühne? Ah ja. Ja, ich habe in der Bank gearbeitet und habe Wirtschaft studiert. Und in der Zeit, ich habe schon vorher gerne getanzt, habe ich einfach gemerkt, ich habe sehr drunter gelitten. Es war immer in meinem Kopf, ich sollte Karriere machen und das ist der Weg. Andererseits habe ich den Tanz geliebt und irgendwann bin ich nach New York gegangen und habe intensiv getanzt, habe dann auch Tänze kennengelernt, ich habe mit denen gesprochen. Dann habe ich diesen Schritt einfach gewagt und einfach mal eine Aufnahmeprüfung gemacht in Amsterdam. Dann haben sie mich prompt genommen und dann hatte ich ein Problem. Musste ich mich entscheiden und ich habe mich für den Tanz, für mein Herz entschieden. So kam ich zum Tanz. Und wie lange hast du auf der Bühne getanzt? Also wie viele Jahre hast du das gemacht? Auch 25 Jahre. Ja. Ganz viel gereist, ganz viel gesehen. Wahnsinn. Und du hast gerade von Mindset-Arbeit gesprochen. Ich weiß von dir, dass du sehr tief ausgebildet bist in the work und dass du jetzt auf diesen Weg gehst. Du hast es vorhin gesagt, dieses Innere mit der Bewegung zu verbinden. Was, warum und was bedeutet das für dich? Ja, also ich komme aus dem zeitgenössischen Tanz. Ja, und aus der Improvisation konkret. Das heißt, da geht es ja immer darum, hier im Jetzt zu sein und dich selbst auszudrücken, also authentisch zu sein. Damit habe ich mich eben sehr lange auseinandergesetzt, tänzerisch. Und gar nicht so darum, um eine bestimmte Geschichte zu erzählen, sondern einfach aus dem, was gegeben ist, nämlich Raum und Körper, einen Tanz sich entstehen zu lassen, ja. Aus mir heraus. Und als ich zu der Work gekommen bin, da geht es ja eben darum, dich selbst aus deinem Inneren heraus, dich selbst zu finden, zu wissen, was sind deine wahren Antworten für dein Leben und für dich selbst. Und das war so einfach für mich, zu verstehen oder zu spüren, ja? Weil das ist das Gleiche war. Und das hat mich so fasziniert, weil jetzt hatte das, was ich immer erforscht hatte durch Bewegung, eine Sprache und ein System. Ja. Und immer dieses Hinterfragen, wer bin ich, was will ich, ja, wie will ich leben, wie will ich tanzen, wer bin ich auf der Bühne. Und das Ganze habe ich gesehen, das Faszinierende war, ist mit The Work ist ja so, dass du ja, wenn du Stress hast in der Situation, nicht weiß, damit umzugehen. Und du suchst immer einen Weg, besser damit umzugehen. Ja. Und auf der Bühne ist das Gleiche, wenn ich improvisiere. Ich habe immer gedacht, ich muss immer Bewegung in Raum und Körper erforschen. Und plötzlich war mir klar, nein, geistig muss ich erforschen. Warum habe ich Stress? Und das war so der letzte Stein, den ich gebraucht habe, um das Gefühl zu haben, jetzt kann ich Menschen ganzheitlich begleiten und mich selbst auch. Ja, und ein großes Thema bei dir auch in Zukunft wird sein, Hikyong, dieses wahrhaftige Führung,
die wahrhaftige Führung von einem selber, aber auch in seiner Rolle als Führungskraft, als Leader. Und du machst einen Shift, eine Bewegung. Und zwar vom Offline auch in Richtung Online. Also da tut sich ganz viel, was gerade ist, weil vielleicht erzählst du auch von dem Seminarhaus und den Trainings, die du bisher gemacht hast und diesen Shift, den du gerade machst. Ja, also ich habe ein Seminarhaus und da biete ich eben Retreats und Seminare und Workshops an. Und bis jetzt war das eben so, dass ich keine konkrete Zielgruppe hatte und einfach so themenbedingt themenorientiert angeboten habe. Und dann habe ich immer das so getrennt. Entweder kommen sie, weil sie sich bewegen wollen oder tanzen wollen, oder sie kommen, weil sie Klarheit brauchen, Stress haben, Beziehung, Arbeit, alleinerziehend und so weiter. Und es hat mich eben sehr geschlaucht. Mhm. Ich hatte gar keine Orientierung. Ich habe irgendwas irgendwie angeboten, wie meine Kollegen auch. Und ich fühlte mich immer so zwiegespalten. Und ich habe probiert, das zusammenzubringen, aber das ging nicht allein in meinem Kopf. Mhm. Und es war so unbefriedigend. Ich wusste, ich brauche eine Klarheit, um konkreter zu werden, also mit mir selbst eine Klarheit zu finden. Aber ich habe mich 2 Jahre lang im Kreis gedreht. Hm. Ja. Bis ich zu dir kam. Ja, dann knüpfen wir genau dort an, nämlich diese Ausgangssituation, wo du zu mir gekommen bist. Also wo bist du gestanden? Was war der innere Zustand, das dich hat wissen lassen, okay, jetzt ist vielleicht der Zeit, um mich helfen zu lassen an einigen Bereichen. Ja, also ich habe diese Seminare gegeben und ich hatte keine konkrete Zielgruppe. Das heißt, ich habe immer Themen gehabt und mit diesen Themen habe ich ein Curriculum, also hat man das Inhalt kreiert. Ja. Und das waren einfach wahnsinnig viele Stunden, also so viel Energie rauben, weil ich einfach so viele verschiedene Themen gleichzeitig zu betreuen hatte und auch mit den Menschen. Also ich musste immer wieder neu auf sie eingehen. Und ich habe dann gemerkt, ich habe das jetzt 4 Jahre lang so gemacht, dass mich das auch nicht befriedigte. Und ich hatte immer schon mal gedacht, ich komme ja aus, also ich habe ja eine Bankkarriere gemacht und habe eine Wirtschaft studiert. Und es war immer so in meinem Hinterkopf, ich würde gerne Menschen helfen, in leitenden Positionen, in Verantwortungspositionen, diesen Stress abzubauen. Und ich so irgendwie in meiner Erinnerung, ich habe auch 10 Jahre lang in Amsterdam gearbeitet mit CEOs und Abteilungsleitern, so immer das Gefühl, ich würde gerne mit ihnen arbeiten, dass sie sich mental klären und körperlich fit sind, vital, mehr Freude erleben. Ja. Und das ist eigentlich auch, wie ich zu dir kam. Es war so ein Wunsch, andererseits hatte ich Angst. Wie mache ich das? Ist das machbar? Oder sollte ich alle gleichzeitig begleiten? Ich hatte auch das Gefühl, ich sollte auch alle begleiten und nicht eine Gruppe mir raussuchen. Ja. Und das war irgendwie ein riesen konfuser Haufen hier in meinem Kopf. Ja, ja, ich kann mich erinnern. Also es ging um dieses neue Positionierungsthema. Es ging aber auch um deine Angebote. Ich glaube, wir haben dort begonnen anzufangen und du bist auf mich gekommen über einen ziemlich außergewöhnlichen Weg. Du warst oder bist noch in einem Programm gemeinsam mit Brandon Bouchard, der auch die gleiche Technologie nutzt für die Auslieferung seiner Online-Programme wie ich, nämlich Kajabi. Und dort habe ich ein Testimonial, eine Kundenstimme-Video gegeben für Kajabi. Und du hast das gesehen und hast gesagt, hey, was, da gibt es jemanden in Deutschland, die mit Kajabi arbeitet und so weiter und so fort. Und ich kann mich erinnern, Jörg, dass es auch so klar um Marketing-Themen auch geht. Also wie macht man das online? Muss ich Webinare halten? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das alles zusammen?
Vielleicht kannst du ein paar Worte darüber sagen. Welche Puzzleteile hattest du schon bis dahin gesammelt? Wo standst du am Anfang in dieser Hinsicht mit dem Online-Marketing? Ja, also wo ich Brandon Bichard, ich habe also Videos angeguckt und habe auch so Angebote wahrgenommen von ihm, habe ich einfach gesehen, man könnte eben Seminare, Offline-Angebote mit Online-Seminaren und mit Online-Kursen ergänzen. Und das fand ich sehr attraktiv, weil es gibt bestimmte Sachen. Das ist auch, warum ich einfach nicht mehr wollte. Dass ich einfach bestimmte Grundkenntnisse immer wiederholend anbieten muss. Ja. Das hat mich so geschlaucht, ja, und hat mich überhaupt nicht in mir inspiriert. Und dann fand ich das sehr interessant, das als Online-Angebote anzubieten. Erstens gut für mich und zweitens auch für die Menschen, dass es kostet natürlich auch viel weniger und sie haben direkten Zugang. Und wenn sie könnten dann, wenn sie das weiterverfolgen möchten, dann könnten sie ja entweder mit mir ein Coaching aufnehmen oder eben Seminare besuchen. Ja. Das war das. Und mit den Webinaren war auch das Gleiche. Ich habe auch schon so oft gehört von den Leuten, wenn ich mal ein Tagesangebot gehabt habe, einen Vortrag, dass die waren sehr weit weg, sie konnten nicht daran teilnehmen. Ja, also so verschiedene Sachen, dass ich dachte, ja, das ist eigentlich eine gute Sache. Ja. Aber wie geht das? Ja. Ja. Ja, und bei Kajabi habe ich dich ja gefunden und dachte, oh, sie kann mir das zeigen. Genau, wie man diese ganze Puzzlestücke zusammenbringt, quasi zu einem Gesamtkonzept, so eine Gesamtstrategie, gell? So in die Richtung gehend. Ja. Ja. So, du hast mich über Kajabi-Video gefunden. Was waren deine Erwartungen und deine Hoffnung hinsichtlich einer möglichen Coachingszusammenarbeit, als du auf mich zugekommen bist und wir begonnen haben? Also meine Erwartung war erstmal, ich habe mich ja wie gesagt 2 Jahre lang allein im Kreis gedreht und manchmal hatte ich so ein bisschen professionelle Hilfe. Ja. Und meine Erwartung war, dass ich eine professionelle Hilfe bekomme, von einer Person, die ganz viel Erfahrung schon da drin hat. Ich glaube, du hast 20 oder 25 Jahre Erfahrung. Ja. Das war mir wichtig. Ja. Und die deine Marke ist herzgetrieben. Das hat mich sehr angesprochen, weil mir ging es nicht darum, irgendwie manipulativ irgendwie ein System zu kreieren, womit ich ganz viel Geld verdiene, wofür ich gar nicht stehe. Das hat mich sehr angesprochen und dass es ein System hat, dass es ein Gesamtkonzept hat, dass es eine bestimmte Zielgruppe hat, dass man, ja, dass du das mit mir ausarbeitest. Wie ich gesagt habe, ich habe so viele verschiedene Menschen, die ich bediene und wo stehe ich und was will ich, dass ich das für mich klar werde, das war mir wichtig, dass ich verstehe, wie ein Marketing funktioniert, was nicht manipulativ ist. Ja. Was aus meinem Herzen kommt, wie kann das aussehen, dass es individuell sozusagen abgestimmt ist auch. Und also das war mir wichtig. Und auch mit der Webseite, das ja. Ich habe eine neue Webseite. diese Webseite. Und ich wollte einfach, ich kann natürlich eine Webseitenstruktur aufbauen, also abgucken von den allen. Kopieren, aber ich habe das probiert 2 Jahre lang und das funktioniert nicht, weil das immer noch beliebig ist. Es hat keinen roten Faden. Das heißt, es war mir ganz wichtig, sozusagen Unterstützung von dir zu bekommen. Wie kann ich eine Webseite, eine Struktur aufbauen, die absolut authentisch ist und klar? Ja, und ich denke, ich glaube, du siehst es ähnlich, Hyung, oder auf dem Weg hast du es entdeckt, nämlich, dass eine Website vor allem dazu dient, dass man selber klar wird über seine Expertise, über seine Zielgruppe, über seine Angebote, wo man die Menschen hinführen möchte. Es ist fast 80% eigene innere Klarheit und nur 20% Marketing, weil in der heutigen Zeit, das Marketing von einem Dienstleistungsgeschäft findet meistens außerhalb der eigenen Website statt, auf andere Kanäle wie Social Media Kanäle wie Facebook und YouTube und Co.
Wie hast du das erlebt auf dem Weg, also bei der Entwicklung? Genauso wie du das sagst. Ich habe es erlebt und erlebe es immer noch. Die Webseite ist keine Strategie, kein Marketing. Ja. Das ist mein inneres, ja, mein inneres, meine innere Entwicklung. Das ist eine Spiegelung zu dem, wo ich stehe mit meinen Angeboten. Ja. Also, und das, je mehr Klarheit bei mir da ist, desto klarer spiegelt sich es nach außen, und zwar auf die Webseite. Desto klarer kann ich kommunizieren nach außen, und die Menschen, die das wollen, was ich anbiete, können das auch dann auch finden. Ja. Und es ist für sie einfacher, auch damit, also sich damit zu identifizieren oder auch nicht. Ja. Das, ja, ich habe das Gefühl, das ist eigentlich wie mein Worksheet, ja, so ein Arbeitsblatt, ja, womit ich mich selber sehe und gar nicht. Vorher habe ich gedacht, das ist mein Marketing, ja? Ja. Tool. Und das ist es nicht. Ja, absolut. Und was du auch angesprochen hast, Hikyong, war dieses System. Also bei mir heißt es das Successful Solopreneur System. Und was ich mit diesem System anstrebe, ist, dass jeder, der das durcharbeitet im One-to-One-Coaching beispielsweise, am Ende rauskommt und quasi die Grundpfeiler von Marketing versteht, die Hauptprinzipien der Positionierung, die Hauptprinzipien der Preis- und Paketgestaltung, die Hauptprinzipien eines Trichters aufzubauen und zu diesem Website-Stand kommt. Und dann ist irgendwann mal sind die Grundlagen gelegt. Da ist ein Fundament da. Und dann merkt man trotzdem, dass man 6 Monate gemeinsam gearbeitet hat. In deinem Fall, weil wir relativ von neu wieder begonnen haben nach den 4 Jahren, weil du dich da komplett neu umpositionierst. Merkt man, okay, jetzt geht es erstmal richtig los mit dem Marketing. Und da gibt's noch ganz viel zu tun. Aber was ich bei dir, Hikyong, sehr gemerkt habe und auch geschätzt habe, ist, wie du dich das gar nicht in Panik hast verführen lassen, sondern wie gelassen du damit umgehst, dieses Babyschritt für Babyschritt nach vorne gehen. Und sicherlich hat vieles damit zu tun, dass du im Innen mit dir selber arbeitest, so an, hey, come on, hier kommen panicky Gedanken, dass es irgendwie mit dem Marketing erst losgeht, was, ich habe doch gar zu viel gemacht. Und dass du sagst, okay, gut, ich besinne mich wieder auf den nächsten Schritt. Das sind meine Worte dafür. Wie siehst du das? Wie hast du das empfunden? Wie habe ich das empfunden? Also erstmal, ja, ich bin panisch reingekommen, und das bin ich jetzt nicht mehr. Ich bin viel mehr im Selbstvertrauen. Viel mehr in einer Klarheit, weil ich einfach ein System gekriegt habe, woran ich sehen konnte, wie das Ganze funktioniert. Und das hat mir gefehlt. Das hat mich also ohnmächtig gemacht. Ich habe ganz viel Zeit vergeudet, ganz viel Energie, natürlich wie viele von uns. Kein Wochenende, ich habe durchgearbeitet, aber ich habe nichts erreicht. Ja. Und vielleicht mal irgendwie Erfolge, aber irgendwie, ich wusste gar nicht, wie, das ist ein Zufallstreffer. Ja. Und das habe ich nicht mehr. Ich habe jetzt durch deine Hilfe und dein tolles Online-System, was mich immer noch sehr unterstützt, wenn ich nicht genau weiß, dann gehe ich da rein und schaue dann nochmal das an, will mir das an, habe ich einfach einen Leitfaden. Und damit kann ich arbeiten. Und das ist ein ganz anderes Gefühl. Ich weiß jetzt, wie es geht. Und wie du sagst, jetzt weiß ich, wie es geht. Und jetzt habe ich gerade mal meine Babyschritte, die Webseite fast fertig. Jetzt weiß ich, jetzt habe ich noch so viel Arbeit. Jetzt geht es eigentlich richtig los. Ja. Das beunruhigt mich nicht, ja, weil ich weiß, wie es geht. Ja. Nicht im Kopf, aber ich habe das auf Papier. Ich habe mithilfe deiner Kurse und durch den Workshop, den wir jetzt im August hatten, habe ich jetzt ganz, ganz viele Hilfestellungen. Ja. Und damit ist es klar für mich. Ich weiß, ich kann es.
Jetzt ist es nicht mehr, ich weiß nicht, wie es geht, sondern ich weiß, wie es geht. Und jetzt geht es darum, peu à peu die Sachen umzusetzen. Ja, ja, absolut, absolut. Also, du hast schon über einige Ergebnisse gesprochen, einiges an Klarheit und einiges an Beruhigung und an klare Positionierung und wissen, wie die Dinge geht. Wenn du zurückblickst, Hikyong, über die letzten 6 Monate gemeinsam, was würdest du sagen, war vielleicht das Wichtigste, was du mitnimmst aus den 6 Monaten? Ja, das Wichtigste betrifft eigentlich gar nicht das so ein Business. Also merke ich, es ist mehr so ein Gefühl. Das Wichtigste, was ich mitnehme, ist, dass ich nicht alleine bin. Ich glaube, das hat mich, das war schwierig. Ja. Am schwierigsten, immer das Gefühl zu haben, so ein bisschen im Alleingang. Ich habe gesehen, ich bin nicht allein. Wir haben ja auch unsere Gruppentreffen gehabt und sie sagten, sie hatten alle die gleichen Anliegen und sie fühlten sich alle so ähnlich. Und dadurch weiß ich einfach, ist alles in Ordnung mit mir. Ja. Und das ist etwas, was ich lernen wollte, aber es ist nicht so, ich habe so an mir gezweifelt. Ja. Und das ist, was ich mitnehme. Es ist alles in Ordnung mit mir und es sind Menschen, die mir helfen, das zu lernen, was ich brauche für mein Business. Ja. Und ich bin nicht allein. Es gibt eine Gemeinschaft. Also das nehme ich mit. Ja. Herzgetriebene Solopreneurs. Es gibt eine Gemeinschaft. Für mich ist es auch ein Gefühl von Familie. Es gibt eine Zugehörigkeit. Ich gehöre zu dieser Familie, die tatsächlich auch das wollen, was ich auch will. Und ja. Es gibt eine Gemeinschaft, die mich inspiriert, das nehme ich mit. Und ich nehme auch, also vom Business nehme ich mit, wie wichtig es für mich war, mir klar zu werden, was ich will, wer ich bin, wofür ich stehe und dass das ausreicht, wenn ich das mache, das habe, daraus eine Zielgruppe, Angebot zu erstellen. Und mich wertzuschätzen mit dem, was ich tue. Ja. Und daraus ergeben sich die Preise. Das habe ich gelernt. Ja. Also das ist nicht etwas, was ich überlege, was nehme ich, sondern das ist ein Prozess. Ja. Eine Auseinandersetzung mit mir, also mit deiner Hilfestellung, natürlich, auf diesem Weg zu gehen. Und dann gibt es einfach einen natürlichen Weg, der sich daraus zeigt und daraus ergibt sich, also durch die Schritte in diesem System, daraus kommt dann eine Form, die absolut authentisch ist und die mit mir schwingt, wo ich mich auch hinstellen kann auf dem Markt und sagen, das bin ich, das biete ich an, das sind meine Angebote und ich diene den Menschen. Genau, das ist, was ich auch mitnehme, ganz gezielt. Aber ich habe gesehen, das, was ich tue, das dient Menschen. Das wusste ich vorher auch, aber es wurde mir noch mal ganz tief klar, dass ich nicht Angst habe, damit nach vorne zu gehen. Denke, oh, die denken, ich will ganz viel Geld verdienen damit. Und dann, das habe ich gedacht. Ja. Aber das ist eine Verwirrung. Ja. Ja. Es gibt Menschen, die genau das wollen, was ich will, wenn sie das wollen. Ja. Und damit wirklich nach vorne zu gehen, um wirklich zu dienen. Ja, absolut. Ja, das ist diese dienende Haltung, diese gebende Haltung, die du ansprichst, die sehr wichtig ist. Und ja, ich finde, das hast du auch immer wieder in den Gruppenkontext angebracht. Und um zurück zu dieser Community zu kommen, ich glaube, dass viele Menschen in der Community haben dich als einen sehr großen Schatz erlebt. Hikyong war immer diejenige, die in sich gegangen ist, immer bei sich bleibt und dann nicht viel sagt, aber wenn sie was sagt, genau das Treffen, was alle dann zitieren danach. Es ist ganz, ganz witzig gewesen, das zu beobachten. Und das, was du ansprichst, auch mit dem Prozess, also ich glaube, das ist eine so wichtige Botschaft für so viele da draußen. Unser Geschäft
in jeder Hinsicht, in jeder neuen Sache, die wir angehen darin, ist immer ein Prozess. Mhm. Eine aufeinander aufbauende Menge von kleinen Erkenntnissen und Impulse, die wir bekommen, die dann plötzlich ein Ergebnis darstellen, was ganz leicht und freudvoll ist und das wir gar nicht zu forcieren brauchen. Es geht wirklich um das Vertrauen in diesen Prozess auch zu stecken. Ne? Ja. Hikyong, es gibt vielleicht eine Person, die zuschaut gerade und die oder der überlegt schon lange, auf den Knopf zu drücken für ein Kennenlerngespräch und zögert noch aus irgendeinem Grund. Was würdest du diesen Menschen sagen? Das ist ein bisschen knüpft an dem, was ich vorhin gesagt habe. Wir fühlen uns oft so allein. Und es ist schwer, also wenn du so vom Knopf drücken, das war ja bei, ich glaube, es ist bei vielen so, bei mir war das ja auch so, es ist immer schwer, auf das einzulassen, was du nicht kennst. Ja. Ja. Das ist klar. Oder wir lesen etwas und es ist schwer zu glauben, dass es wirklich machbar ist. Und solange wir das, den Knopf nicht drücken, werden wir das auch nie rausbekommen. Ja. In meiner Erfahrung war das so, es war so schmerzhaft, mich so im Kreis zu drehen. Und dieser Knopfdruck, ja, wäre eine Erlösung, mich aus dem Kreis rauszudrehen. Und wirklich, ja, du wagst etwas Neues. Ja. Aber es gibt ja so einen Spruch, wer nicht wagt, gewinnt. Oder es geht um was anderes. Ich kann immer auch nicht mit den deutschen Sprüchen. Ja. Und das ist, ich kann einfach sagen, es ist eine Abkürzung. Nicht umsonst gibt es auch Trainer, Coaches, ja, und jetzt ist es ja, ob das ein, ja, das ist total berechtigt und wertvoll, alleine das zu machen. Und irgendwann kommt man zu einem Punkt, so war das bei mir, wo es nicht nur, weil es so mühsam ist, sondern in deiner Entwicklung gibt es einen Punkt, wo du selber spürst, jetzt ist gut, wenn du einen Katalysator kriegst, ja. Nein, ein Katalysator, ja. Einfach mal so einen Schwung nach vorne, einen Schub schaffen. Und ja, das habe ich erlebt. Und ich muss sagen, das hätte vorher bei mir auch nicht kommen dürfen können, weil ich, ja, ich habe das gebraucht. Und ja, also ich kann sagen, es ist auf jeden Fall ein Unterschied, wenn ich jemand habe, die mit so viel Erfahrung kommt und den Raum hält. Und für mich war das super wertvoll, dass du mir immer wieder gesagt hast, und auch in deinem Workshop sagst du es ja, wozu die Eile? Ich glaube, in deinem Online-Kurs sagst du das. Ja. Immer wieder das zu hören, weil natürlich sind wir ungeduldig und wir wollen es gleich schaffen, wir wollen das alles überspringen, wollen da hinten sein, wo wir aber nicht sind. Und das ist einfach sehr wertvoll, wenn du jemanden hast, die einfach da mit dir ist und sagt, jetzt sind wir hier, als nächstes machen wir da. Und das ist schwierig alleine. Und ich glaube, deswegen drehen wir uns auf den Kreis. Ja. Also, wenn du am Knopf bist, vielleicht darfst du diesen Sprung machen und das für dich selbst entdecken, ja? Ja, genau. Und wir vertrauen gut auf die innere Weisheit der anderen, dass sie wissen, wann das der richtige Zeitpunkt ist. Und danke, Hikyong. Das ist total schön. Und jetzt, ich glaube, ganz viele Leute sind neugierig geworden über diese Website, die du erschaffen hast. Wo findet man dich online, Hikyong? Wo kann man mehr über dich erfahren? Ja, im Moment bin ich noch auf meiner alten Webseite zu finden. Das ist werkstattengel.de. Mhm. Und meine neue Webseite hoffe ich, dass ich Ende Oktober spätestens online bin. Mhm. Da bin ich hikyong.com. Mhm. Also ich buchstabiere das mal. Ja. HIEKYOUNG.com. Mhm. Ja. Hikyong.com. Also ich liebe diesen Namen Hikyong und ich
Ich war am Anfang, wo wir über die Domäne gesprochen haben, ein bisschen unsicher, weil der Name, du bist Koreanerin, oder? Ist so ursprünglich. Ob dieser koreanische Name eben verstanden wird. Aber mittlerweile finde ich das richtig, richtig gut, dass du mit deinem Vornamen rausgehst. Ist ein bisschen wie Madonna oder Cher und Hikyong. Und dass man dich dort gut finden kann. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, für die gemeinsame Reflexion und für die wunderbare, inspirierende, schöne Zusammenarbeit, die immer sehr freudvoll war und auch sehr wertschätzend, Hikyong. Und wir werden dich in der engeren Community von One-to-One-Kunden vermissen, aber dafür gewinnen wir dich in der größere allgemeine Gruppe zurück, worauf ich mich freue, mit dir in Kontakt zu bleiben. Merci. Danke dir. Danke.